Hallo, hier ist Julia von Farbcafé und heute werden wir etwas ganz Besonderes machen. Wir werden nämlich mit einfachen Mitteln solche Weihnachtsartikel erstellen. Das hier ist ein Geschenkanhänger, den wir einfach mit Pinselstiften auf Aquarellpapier und mit etwas Wasser erstellen. Das ist eine Weihnachtskarte, die wir auch mit Pinselstiften erstellen. Wir erstellen hier diesen schönen Aquarelleffekt, ohne Aquarell zu benutzen und das auf einer herkömmlichen kleinen Klappkarte. Dazu erstellen wir dann ein kleines Lettering in Faux-Kalligraphie und dazu machen wir dann noch eine Weihnachtskarte, die ein bisschen mehr glänzt. Die hat einen aquarellfarbenen Hintergrund, der auch wieder nur aus Pinselstiften entstanden ist und natürlich mit Wasser. Wir haben hier einen schönen Verlauf oder Schatten hinter unserer glänzenden Schrift und dann hier ein schönes Lettering auf der grünlich-bläulichen Schrift. Wir nehmen jetzt diesmal wunderschöne, frische, neue Farben, die nicht so altbacken weihnachtlich sind, wie wir das kennen, sondern ein bisschen Pep ins Weihnachtsfest bringen. Das Material, das wir dafür heute brauchen, sind ein bisschen Aquarellpapier und dickes Laserdruckpapier oder Klappkarten, dann den Edding Marker, also den dünnen in 0,8 mm in golden, dazu Edding Metallic Stifte, ich habe das 6er-Pack, dazu dann einen Bleistift, falls du brauchst, ein Pinsel, ich benutze die Pinsel von Da Vinci Nova Synthetics, dann ein Wasserglas von Karin Markers, die Brush Pen Pro, meine die Brush Marker Pro und die Metallic Edition. Für diese Karte habe ich mir eine kleine Klappkarte im DIN A6 Format aus unserem Druckerpapier zusammen gebastelt, also geschnitten und gefalten. Das Papier, das ich dafür verwende, das zeige ich dann nochmal unten in der Beschreibung bzw. unterhalb vom Video. Ich verlinke es dann auch, damit ihr dann auch keine Probleme damit habt. Ich benutze jetzt einen Da Vinci Pinsel Nova Synthetics in Größe 2. Habe mir dann hierzu noch ein kleines Tuch dazu geholt, das ich brauche, um den Pinsel abzutrocknen. Habe hier dann ein Glas mit frischem Wasser. Benutze dann die Brush Marker Pro von Karin Markers in den Farben Türkis und Pale Pink. Das sind die Farben 654 und 220. Und dazu verwende ich dann auch noch die Metallic Stifte von Edding. Meine Outlines ziehe ich mit dem Pinselstift von Cambio. Der ist gefüllt mit schwarzer China-Tinte oder Tusche. Das bedeutet, das ist dann auch später nicht mehr verwischbar, wenn da Wasser dran kommt. Aber dafür muss das erstmal richtig trocknen. Aber ich fange jetzt erstmal an mit meiner Christbaumkugel, die ich auf meine Karte malen möchte. Und beginne hier, die Konturen nachzuziehen. Ich arbeite hier nur mit der Pinselspitze, damit ich feine Linien bekomme. Ich finde aber den Effekt dieses Pinsels sehr schön, dass ich hier ganz unterschiedliche dicke und dünne Linien ka ziehen kann und dass sie dann auch ab und zu mal ein bisschen verwackelt aussehen. Ich finde, das macht den Charme dieses Stiftes erst richtig aus und das macht dann auch die Karte so ganz besonders. Jetzt ziehe ich hier einen Kreisbogen entlang und bilde mir jetzt hier eine Spitze aus, denn ich möchte in diesem Fall keine ganz normale Christbaumkugel zeichnen, sondern eine etwas auffälligere. Jetzt ziehe ich hier oben noch den kleinen Faden, wo meine Christbaumkugel aufgehangen ist. Da das jetzt hier erstmal trocknen muss, werde ich mich nun der Schrift widmen. Dazu nehme ich meine Edding-Stifte, die Metallic-Stifte, und werde mir jetzt hier das Gold auswählen, das Grün. Da ich die Kugel hier oben in den Farben Türkis und Pink ausmalen möchte und ich dazu dann hier dieses Türkisgrün und das Gold noch benutzen möchte, ist der obere Teil natürlich ein bisschen dunkel und schwer. Deswegen setze ich hier das Christmas auch in dem dunkleren, schweren Ton, damit das Mary dann in Gold ein bisschen dazwischen steht
und wir so eine schöne Aufteilung von dunklen und hellen Farben bekommen. Jetzt schreibe ich also hier, dass Mary in ganz einfachen Buchstaben in einem kleinen Bogen und das Christmas setze ich jetzt hier drunter und das mache ich in der Methode Faux-Kalligraphie oder falsche Kalligraphie. Das heißt, ich setze erstmal mit der Stiftspitze mein Lettering oder meine Kalligraphie dahin und dann schaue ich, ob ich Stellen der Schrift noch ein bisschen dicker mache. Aber ich zeige das am besten direkt. Der Vorteil bei den Edding-Stiften ist, dass sie zum Beispiel keine Pinselstifte haben, die verbiegbar ist. Das heißt, man muss hier nicht darauf achten, unterschiedlichen Druck aufzubauen, sondern man kann einfach, wie man zum Beispiel mit einem Kugelschreiber gewöhnt ist oder mit einem Bleistift, ganz normal vor sich hinschreiben und muss dann nicht noch zusätzlich auf Feinheiten achten. Jetzt kann ich natürlich meine Schrift erstmal so lassen, weil ich jetzt sage, okay, sie ist jetzt sehr schlicht und schön, aber jetzt kann ich auch hingehen, das ist dann eine Alternative, und kann jetzt jeden Strich, der nach unten geht, also den ich mit dem Stift nach unten gezogen habe, ein bisschen dicker machen. Und dann bekommt unsere Schrift einen ganz anderen Effekt. Das Dickermachen mache ich einfach so, dass ich direkt daneben dann noch einen zweiten Strich setze. Jetzt sieht unsere Schrift schon ganz anders aus. Jetzt nehme ich wieder mein Gold und setze mir hier ganz einfach einen kleinen Kringel drunter, also einen Schnörkel, der das Bild ein bisschen auflockert. Jetzt könnte ich die Karte eigentlich im Prinzip schon fast so lassen, aber ich möchte ja zeigen, wie man jetzt mit den Stiften von Karin Markers, also mit den Brush Pens, einen Aquarell-Look erstellt. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder unten, also es geht wieder um die Farbwahl. Hier unten habe ich ja mein Grünblau. Das heißt, ich möchte jetzt dieses Grünblau nach oben setzen. Jetzt gehe ich hier hin und setze hier einfach mit dem Marker ein paar Linien. Da, wo ich die Farbe haben möchte, da wo sie dunkel sein soll, da setze ich dann mehrere Linien nebeneinander, also fülle quasi die Fläche aus. Dann gehe ich mit meinem Pinsel in mein Wasser und ziehe mir hier die Farben auseinander. Ich feuchte also quasi das Papier ein bisschen an. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Wasser nehme, damit die Farben, also damit das Papier nicht komplett aufgeweicht wird. Aber hier sieht man schon, wenn ich ein bisschen auf dem Papier reibe mit dem Pinsel, dann verteilen sich die Farben so auseinander und so entsteht dann dieser Wasserfarbeneffekt. Zusätzlich gehe ich jetzt noch hin, habe mir hier eine ganz normale, einfache Untertasse genommen und mal mir hier ein bisschen mit dem Stift auf meine Untertasse. Dann gehe ich mit meinem Pinsel wieder in Wasser, nehme hier ein bisschen was von den Farben auf und verteile sie dann hier noch weiter, wo ich dann hellere und leichtere Übergänge haben möchte. Der Unterschied ist jetzt da, dadurch, dass ich hier mit dem Stift direkt aufgetragen habe, sind hier die Farben sehr dunkel und hier entstehen dann leichte Übergänge. Hier lasse ich einen kleinen Bereich frei, da ist dann ein Lichtreflex. Und genauso mache ich das jetzt mit dem Pink. Ich setze mir jetzt hier meine Farben direkt aufs Papier, gehe dann in mein Wasser und verstreiche die Farben. Dann benetze ich die ganze Fläche, die ich in dem Pink haben möchte,
mit etwas Wasser. Da sieht man schon direkt, dass es alles ein bisschen pink wird, weil sich die Pigmente von den Stiften direkt hier auf dem Blatt verteilen. Dann setze ich mir hier ein bisschen Pink auf meine Untertasse drauf. Gehe wieder mit meinem Pinsel rein und nehme mir dann direkt die Pigmente, die ich dann in leichten Verläufen haben möchte, hier auf mein Blatt Papier. So kann ich einen Aquarelleffekt erzielen, ohne teure Aquarellkästen oder einfach mit den Mitteln, die ich schon zu Hause habe. Da kann man einfach ganz interessante, schöne Postkarten oder Karten oder andere Sachen wie Geschenkanhänger erstellen, ohne dass man dafür großartig neues Equipment braucht. Jetzt kann ich auch hier, wo das Papier noch feucht ist, direkt mit dem Stift reingehen und ein paar Akzente setzen. Und genau wie bei Aquarell laufen die dann so ein bisschen auseinander. Und so kann ich dann hier direkt einen kleinen Schatten setzen, der aber nicht so ganz hart ist, als wenn ich jetzt direkt den Stift nehmen würde, sondern eben ein bisschen nach außen verläuft. Jetzt kann ich natürlich noch hingehen und hier mit der Pinselspitze oder mit der Stiftspitze noch ein paar Muster reinmalen, sodass dann meine kleine Christbaumkugel nicht so ganz einfach aussieht. Und dadurch, dass das Papier hier feucht ist, verlaufen die Effekte dann auch so ein bisschen. Jetzt werden wir unsere Geschenkanhänger machen. Ich habe dafür hier einen Aquarellblock in der Größe 20 auf 20 cm. Der ist von Mahlzeit. Das ist eine sehr gute Marke, die viel und schon wirklich lange Malmaterial herstellt. Werden auch von Restaurateuren und so sehr geschätzt. Da habe ich sie auch erst kennengelernt durch meine Arbeit als Architektin. Und dann habe ich gesehen, dass sie noch viel mehr machen als die Sachen, die die Restauratoren benutzen, und war da natürlich hin und weg und bin jetzt auch ein großer Fan. Und zuerst werde ich jetzt hingehen und mein 20 auf 20 Blatt erstmal in Rechtecke unterteilen. Ich habe jetzt mein Blatt in 8 kleine Karten unterteilt. Ich habe hier die Höhe auf 10 cm getrennt, das heißt genau in der Mitte, und die Breite in 5 cm Abschnitten, das heißt, dass ich hier 4 Abschnitte bekomme und dann insgesamt 8 kleine Karten. Die kann ich dann am oberen Ende lochen und dann später ein Band durchfädeln, damit ich sie an Geschenke hängen kann. Ich werde jetzt für diese Karten die Karin-Markers benutzen und einen Aquarelleffekt erstellen. Ich benutze hier die Farbe Almond 216, Lush Green 228 und Red 209 und beginne jetzt damit, hier erstmal meine Partien auf dem Aquarellpapier zu markieren. Ich gehe hier ziemlich großzügig über die Kanten, die ich hier gezeichnet habe, drüber, denn ich möchte ja einen übergreifenden Aquarelleffekt erzielen. Das gleiche mache ich jetzt hier unten auch. Ich modelliere jetzt schon so ein bisschen die Form aus, die ich später haben möchte. Hier oben möchte ich auch noch ein bisschen grün haben und hier unten auch. Jetzt nehme ich mein Rot und setze hier einen schönen großen Fleck hin. Und setze hier oben einen hin und hier unten. Dann kommt hier noch was hin. Und hier unten setze ich auch noch ein bisschen Rot hin. Und jetzt kommt mein Mandelfarbton. Den setze ich jetzt hier hin. Der ist ganz hell. Ich arbeite hier sehr mit der breiten Fläche meines Stiftes, weil das Papier ja doch ein bisschen rau ist und ich so die Pinselspitze nicht zu sehr beanspruche. Jetzt kann ich natürlich noch hingehen und hier
die Mitte etwas ausfüllen. Ich setze jetzt überall in die Mitte dieses Gelb hinein. Und gehe jetzt hier noch am Rand entlang. Und ziehe mir jetzt hier noch ein paar Striche über die Kanten. Das gleiche mache ich jetzt hier oben und an den Seiten noch. Und dann nehme ich hier jetzt das Rot, damit es nicht überall gleich aussieht. Jetzt nehme ich wieder meinen Pinsel, tauche ihn in Wasser ein und fange jetzt hier an, die Farben auf dem Aquarellpapier zu verteilen. Immer wenn ich die Farbe wechsle, also wenn ich jetzt von grün zu gelb übergehe zum Beispiel, dann wasche ich meinen Pinsel kurz aus, damit die Farben sich nicht zu arg vermischen und dann später keine dreckige Farbe entsteht. Wenn wir auf dem Papier ein bisschen reiben, dann verteilen sich die Farben auch noch ein bisschen besser. Bei den dunklen Farben ist der Effekt natürlich viel besser zu sehen. Dadurch, dass die Farben wasserlöslich sind, kann man hier natürlich dann auch noch schön seine Kleckse ein bisschen modellieren, so wie man sie gerne hätte. Und immer wenn ich hier den Farbbereich ändere, dann wasche ich meinen Pinsel kurz aus, damit ich nicht die roten Pigmente hier zum Beispiel in das Grün mit reinziehe. Jetzt verteile ich hier noch ein bisschen großzügig Wasser an den Kanten, damit die Pigmente noch ein bisschen spielen können. Und dann lasse ich mein Blatt erstmal eine Weile trocknen. Jetzt sind meine Farben schon ungefähr da, wo sie hingehören. Gefällt mir aber noch nicht so, deswegen nehme ich jetzt einen großen Pinsel und klares Wasser und mache mir hier nochmal mein ganzes Aquarellblatt feucht. Ich bin damit jetzt ein bisschen vorsichtig, da sich die Pigmente natürlich ziemlich leicht lösen lassen und ich jetzt kein braunes Papier am Ende haben möchte. Aber ich möchte hier noch ein paar mehr Strukturen reinbringen. Das heißt, ich setze mir jetzt hier nochmal mein Wasser auf mein Blatt, um dann gleich direkt mit dem Stift in die feuchte Areale reinzugehen und dann hier noch ein bisschen zu arbeiten. Jetzt habe ich hier beispielsweise meinen roten Bereich feucht gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt hier direkt mit dem Stift rein und tippe hier auf das Papier, sodass ich hier meinen Aquarelleffekt bekomme und meine Farben sich hier nach außen verlaufen. Dann sehe ich auch direkt, dass hier ein Teil nicht ganz durchgefeuchtet wurde. Dann gehe ich einfach hier mit dem klaren Wasser und dem Pinsel drüber und kann so ein bisschen nacharbeiten. Wenn ich jetzt mit dem Rot soweit zufrieden bin, dann schnappe ich mir mein Grün und mache das gleiche nochmal hier. Vor allem möchte ich, dass hier die Kanten, wo ich meine Bleistiftlinien gezogen habe, ein bisschen aufgelockert werden. Das heißt, ich ziehe jetzt hier auf das nasse Papier mit dem Stift direkt ein paar Linien. Da, wo es mir nicht gefällt, setze ich noch ein bisschen Wasser nach. Hier oben ist mir das auch ein bisschen zu hell geworden. Das heißt, hier kommt noch ein bisschen Wasser drauf. Und dann gehe ich direkt mit der Stiftspitze hier rein. Und ziehe mir da, wo es mir zu hell ist, noch ein paar Pigmente nach. Jetzt warte ich wieder, bis meine bunten Farben getrocknet sind. Während wir darauf warten, dass die Farben trocknen, möchte ich hier noch kurz etwas zeigen oder etwas erzählen. Denn falls du dich jetzt für Lettering interessierst, das wir auch gleich wieder benutzen werden, dann könnte vielleicht mein Online-Kurs auch was für dich sein. Es ist ein Videokurs, in dem du das Brush Lettering mit dem Pinselstift, also zum Beispiel mit den Karin Markers, die wir hier gerade benutzen, lernst. Ich zeige dir doch dort Strich für Strich, wie man Lettering beginnt. Du lernst dort alles über das Papier, das man benutzen kann, über unterschiedliche Stifte, worauf man bei den Stiften achten muss. Natürlich lernst du auch, was du machen musst oder was du vermeiden musst, damit deine Stifte nicht kaputt gehen. Und neben vielen, vielen Übungsblättern
gibt es natürlich auch viele Videos. Das heißt, du hast nicht nur die Übungsblätter oder ein Buch, das dir versucht, irgendwas beizubringen, sondern du bekommst wirklich Videos. Ich nehme dich Strich für Strich an die Hand und du kannst genau sehen, was ich mache. Und das hilft natürlich dann immens dabei, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Buch oder einem anderen Übungsheft nicht so richtig weiterkommt. Dann kannst du dir in deinem Videokurs natürlich immer wieder die Videos anschauen. Wenn du den Kurs einmal gebucht hast, dann kannst du ein Jahr lang auf jedes Video zurückgreifen. Das heißt, wenn dir am Anfang irgendwas erstmal klar erscheint und du dann doch später merkst, das ist doch nicht so ganz klar oder du hast es wieder vergessen, dann kannst du ein ganzes Jahr lang wieder zurückgehen. Und das ist natürlich der große Vorteil gegenüber einem Vor-Ort-Kurs. Da musst du dann direkt aufpassen, kriegst dann in ein paar Stunden alles Mögliche vermittelt, wovon du dir die Hälfte nicht merken kannst. Deswegen habe ich den Online-Kurs gemacht, da der einfach für meine Teilnehmer viel einfacher ist und auch viel nachhaltiger, denn was du dir öfter angucken kannst, das bleibt natürlich auch besser im Gedächtnis als etwas, das dir jemand in einem Workshop mal ganz kurz erzählt oder zeigt. Und daher würde ich mich natürlich freuen, wenn du jetzt Interesse am Lettering bekommen hast, dann schau doch mal meinen Online-Kurs an, der ist auch wirklich technisch ganz einfach. Du musst dafür jetzt nichts können. Wenn du dich angemeldet hast, dann bekommst du deine Zugangsdaten per E-Mail geschickt und die kannst du dann auch in deinem Browser speichern und dann bekommst du immer Zugriff auf den Kurs. Also wie gesagt, ein Jahr lang. Der große Vorteil gegenüber einem Vor-Ort-Kurs und halt die Videos als großer Vorteil gegenüber einem Buch. Den Link dazu findest du natürlich wieder unterhalb des Videos bzw. in der Videobeschreibung oder im Text. Für diese Karte brauchen wir wieder ein Kärtchen, dann unsere Deco-Brush-Marker in Metallic, unsere Edding-Stifte in Metallic und den Brush-Marker Neutral Grey 3 in 131 von Karin Markers. Zusätzlich eine Untertasse, einen großen Pinsel und ein Wasserglas. Ich beginne hier erst einmal damit, dass ich mir die Farbe auf meine Untertasse male. Da kann der Stift schön quietschen. Wir nehmen hier schön viel Farbe ab. Dann nehme ich meinen Pinsel und das saubere Wasser und mache mir jetzt hier erstmal mein Blatt ein bisschen feucht. Benetze hier nicht das ganze Blatt, sondern lasse hier einen kleinen Rand frei. Bin hier auch nicht so ganz ordentlich. Jetzt gehe ich mit meinem Pinsel hier in die Farbe, die ich hier aufgenommen habe, und verteile sie hier erstmal ganz frei auf meinem Klecks, den ich hier auf mein Bild gemalt habe. Und so kann ich dann schon mal schauen, wo hier so meine Kontur hingeht. Ich lasse das hier ein bisschen ausfransen, nehme hier ein bisschen frisches Wasser und benetze mir das jetzt ein bisschen. Kann jetzt hier noch ein bisschen nachlegen. Und jetzt kann ich hingehen, ich nehme den Stift direkt und schaue, wo ich hier dunklere Flächen haben möchte. Zum Beispiel hier, wo ich die Schrift habe, möchte ich das schon gerne ein bisschen dunkler haben. Das heißt, ich schreibe jetzt hier quasi die Schrift ein bisschen nach, die ich dann später mit dem Edding in Gold oder Silber malen möchte. Und so bekomme ich dann hier noch schöne Verläufe. Hier sind mir die Verläufe hier nicht mehr breit genug, weil das Papier schon wieder zu trocken war. Das geht natürlich ganz fix. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal mit dem sauberen Wasser drüber und löse die Farben hier nochmal ein bisschen an. Und gehe dann hier nochmal hin und ziehe nochmal ein bisschen die Schrift nach. Damit es hier ganz frei und offen so ein bisschen verlaufen kann. Das muss jetzt in diesem Stadium auch noch nicht nach irgendwas aussehen, sondern es geht jetzt hier nur darum, dass wir unsere Bereiche markieren. Jetzt gehe ich hier mit dem grünen Pinselstift hin, den wir schon vorher benutzt hatten, und markiere mir hier wieder meine Untertasse. Dann gehe ich wieder mit meinem Pinsel in die Farbe rein und ziehe jetzt hier nochmal weitere Farben oben drüber, damit ich hier dann schöne Verläufe bekomme. So habe ich jetzt einen Verlauf von grün nach grau. Das Grün ist dann unten, das Grau ist oben.
Jetzt müssen wir im Prinzip auch noch nur noch warten, bis die Karte jetzt wieder getrocknet ist. Inzwischen ist hier unser Aquarellblatt mit unseren schönen Farbklecksen getrocknet. Naja, ein bisschen feucht ist es noch, aber das müsste jetzt eigentlich schon gehen. Jetzt benutze ich hier den Fudenosuke von Tombow. Das ist ein Brushpen mit einer kleinen, sehr stabilen Spitze. Der eignet sich sehr gut, um auf nicht glatten Untergründen zu malen oder zu schreiben. Denn die anderen Pinselspitzen, die mit diesem Filzspitzenkörper, die haben eben den Nachteil, dass sie auf solchem Papier direkt kaputt gehen. Jetzt fangen wir hier an und können hier ganz einfach in die Mitte unserer kleinen Areale hier schreiben. Zum Beispiel für dich. Und jetzt erkennt man ja hier schon ein bisschen, wie das jetzt sowas wie eine Karte werden könnte. Natürlich kann man das natürlich dann auch persönlicher machen. Zum Beispiel jetzt hier, wenn man jetzt eine seitliche Karte zum Beispiel macht, ich nehme mal die Karte hier oben, könnte man hier jetzt zum Beispiel einen Namen drauf schreiben. Nehmen wir mal Alexandra. Dann überlegen wir uns erst, wie groß der Name ungefähr sein müsste. Und dann schreiben wir drauf los. Und beim Brush Lettering ist ja das Besondere, dass wir beim Runtergehen mit dem Stift doller aufdrücken. Das ist halt mit diesen Pinselspitzen sehr gut möglich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, damit ich mich nicht verschreibe. Und jetzt haben wir hier eine ganz persönliche handgemachte Geschenkkarte. Wenn man jetzt hier zum Beispiel hier oben ein Loch reinmacht und ein Bändchen dran, dann kann man das so einfach ganz schön unter ein Geschenk machen oder an ein Geschenk binden und dann unter den Weihnachtsbaum legen. Und so können wir jetzt hier weitermachen. Also ich mache das jetzt weiter und ihr seht das im Zeitraffer. Und ich schreibe mir jetzt hier meine Geschenkkarten, die ich brauche. Der nächste Schritt ist dann, dass wir dieses kleine Blättchen, das wir hier vorbereitet haben, einfach zerschneiden an unseren Linien entlang und dann haben wir schon ganz schnell unsere Karten. Und fertig sind unsere kleinen Geschenkanhänger. Die können wir jetzt natürlich lochen und dann ein Band dranhängen. Und schon können wir unsere Geschenke ganz individuell und einfach beschriften. So hat jeder auch ein ganz eigenes Kärtchen, das er mit nach Hause nehmen kann. Hier hinten könnte man noch Text dazu hinzufügen. Und es ist eben etwas, das ist handgemacht, das ist ganz individuell. Jedes Kärtchen sieht anders aus. Sie haben wunderschöne Farbverläufe von Pink zu Grün und ein bisschen mandelfarbenem Gelb dazu. Also wunderschöne, frische, moderne Weihnachtsfarben. Und ich kann das einfach nur empfehlen, denn diese Kärtchen machen sehr viel mehr her als die gekauften Kärtchen, die wir so aus dem Supermarkt kennen. Weiter geht's mit unserer Karte. Jetzt ist sie inzwischen getrocknet. Ich benutze jetzt hier den Edding Marker. Das ist ein richtig guter Marker, der, glaube ich, auf Acrylbasis besteht. Der hat eine dünne Spitze, 0,8 mm. Es ist für Letterings ist er schon relativ breit eigentlich. Er ist auch gut geeignet, um auf allen möglichen Materialien, die eben sonst nicht so gut beschreibbar sind, zu schreiben. Und hier schreibe ich jetzt hier in meine abgedunkelte Fläche mein Fröhliches rein. Jetzt kann ich das einerseits schon so lassen, es glitzert sehr schön, wie man hier sieht. Oder ich mache es noch ein bisschen dicker. Jetzt gehe ich erstmal hin und mache alle Striche, die nach unten gehen, dicker. Das Gute bei dieser Methode ist auch, dass man, wenn man sich jetzt ein bisschen vertan hat, also ein Buchstabe ein bisschen krumm geworden ist, kann man den jetzt hier immer noch ein bisschen in die richtige Richtung schieben.
jetzt nehme ich meine Deco-Brush-Stifte und wähle mir jetzt hier eine Farbe, die dazu passt. Ich würde fast sagen, ich nehme dafür ein Silber. Oder ich entscheide mich doch um und nehme einfach ein schönes metallisches Schwarz. Und dann gehe ich jetzt hin und schreibe mir jetzt in Brush Lettering in zwei Zeilen ein Weihnacht unten drunter. So haben wir jetzt ganz einfach und schnell eine schöne, schlichte, selbstgemachte Weihnachtskarte erstellt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!